Willkommen zurück. Heute ist Samstag, der 25.8. Ich kam gestern wieder aus Kiel zurück. Dieser Part geht sofort. Ne, kann gar nicht online gehen. Ha! Da ich noch ein paar Pokémon vorher schon mit Play habe, das ist Part 45. Ich grüße euch recht herzlich zurück. Ja, da kommen wir Blattgrün. Wir sind immer noch im Trainerturm. Und werden uns auch jetzt dementsprechend weiter voranbringen. Ich traue immer noch meinem Dragoran hinterher. Und dann probieren wir mal. Wir haben diese Strategie, okay? Du gewinnen? Besser nicht. Okay. Das werden wir noch sehen. Na, wer fordert uns denn da raus? Mühlensippe, Udo und Gaben. Gut, dazu kann ich jetzt kein Statement geben. Ich sehe nur Feuer und Psycho und denke mir so, okay, wie geht das? Es sind doch Kampf, zwei Kampfdingens da, ne? Wie kann er dann, vor allem auf 61 dann noch, wie hat man denn Psycho? Normalerweise hat man doch so Kampf-Pokémon halt. Deswegen habe ich Taubos eben gerade nach vorne gesetzt. Nun gut. Kann man nicht viel machen. Ich setze wieder auf Surfer wie bei Nein. Wegen Hundemon, diesem Feuer-Pokémon, das könnte mir nämlich ganz schön einheizen, so wie man sieht mit seinem Flammenwurf. Da mein Mac Bum Bum aber und es donnert hier und blitzt draußen. Eieieiei. Real Life geht unter. Real World eigentlich, aber egal. Sehen wir hier. Ja, das hat nicht viel gebracht. Wunderbar. Jo. Scheiße. Gut. Was machen wir jetzt? Weiter mit... Weiter mit Surfer angreifen. Da aber, wo ich gerade eben aufhören musste. Wow. Was? You don't say. Bitch, please. Nein. Wo ich eben gerade wieder unterbrochen wurde. Kann ich nur sagen. Alter, Relaxo hat eine richtig schön hohe Verteidigung. Finde ich echt super. So, der kriegt immer noch Surfer. Der kriegt. Ja, ich habe vorgesorgt. Immer noch. Ist doch schön. Ich bin gerade überlegen, wann der Part kommt. Heute hau ich vielleicht noch mal Part 43 raus. Morgen dann noch ein paar 4. Dieser Part kommt am Freitag. Nächsten Freitag. Dann ist der Blogunterricht auch endlich vorbei und ihr kriegt die tägliche Dosis Jonsi 94. Ob euch das nun lieb oder böse, keine Ahnung, ist mir auch egal. Das war's für Simsala. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt schon. Was geht jetzt an? Hilfe Fokusband durch. Cheetah. Ups, nein, das wollten wir jetzt natürlich nicht machen. Zurück zum Surfer. Zack, bumm, Relaxo, hau ihn weg. Yes. Hä? What the fuck? Was soll das denn? Verarschen? Der cheated. Ich wollte gerade sagen, Alter, der cheated doch. So ein Cheater. Ach, das war wirklich schrecklich. Angst, Biber. Wir waren schwach. Ja, so sieht er aus. Lasst mich durch. Mach Platz für den Champion. Apropos Champion. Wow, hey, wo soll ich hin? Ich bin momentan auch schon wieder so ein komisches Pack. Ich bin momentan sehr damit beschäftigt, Darksiders 2 zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch das gespielt hat. Oder? Ja. die Vorgänger. Ich finde das... Naja... kann ich jetzt schlecht Urteil zu geben, ich bin ja noch nicht durch. Ich spiele jetzt erst ein paar Stunden, 14 Stunden oder so habe ich jetzt nicht sehr best gespielt. Und ich habe das schon seit einer Woche. Das als Gamer eigentlich schon ziemlich peinlich ist. Aber naja, kommt halt nichts nach, wenn man arbeiten schreiben muss und die Schule lernen muss. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall. Darksiders 2, interessantes Spiel mit dem Tod. Ich will jetzt niemanden spoilern.
Ich hoffe, ich spoilere auch niemanden. Aber im Vergleich zum ersten Darksiders ist das schon geil. Ich bin ehrlich anmutig. Mein Großbruder ist sehr anmutig. Okay. Jetzt hätte ich die die Clara sprechen sollen. Ilsebill, Max und Clara. Jetzt kommen wir doch der Sache näher mit einem Kampf und einem Stein-Pokémon. Ist natürlich scheiße, weil ich jetzt ja mein Lura draußen hab. Das ist totaler Crap. Aber wir kommen da natürlich gepflegt rum, indem ich einfach Taubos wechsel und Surfer mache. Mit Surfer sollten wir Geowatt schnell auf die Matte schicken oder auch nicht. Mit der Scheiß-Schutzschild. Ich doch und ist dann immer noch. Naja, oder auch nicht. Heizen wir Machomai halt ein bisschen ein. Na gut, das fällt sich nicht erst. Das habe ich gerochen. Das war natürlich jetzt mal voll der Schuss in den Ofen. Wink, wink, kennt jeder. Ha, lol. Ja, Schlupfehler. Jetzt kriegst du erstmal richtig schöne Packung in den... Das ist hier. Stirb, stirb. Jawohl, Aquana. Top. Dafür kriegst du ein Leckerli. So einen kleinen Hundekuchen vielleicht. Zack, sehr effektiv, Torboss. Schade. Ich wollte gerade sagen, jetzt schickt der Torboss auf die Matte. Aber da kommt wohl nichts, ne? Die beiden sind einfach zu geil. Spukball. Ach ja, habe ich auch noch. Das ist eine Geisterattacke. Ist keine Psycho, aber eine Geisterattacke. Schade. Mit Psycho wäre... Und dann voll effektiv. Mein Großbruder ist nicht anmutig. Hä? Ich bin nicht sehr anmutig? Nee, du bist pottenhässlich. Geh dich mal rasieren. Mal ganz ehrlich. Und schneid dir die Haare. Das sieht ja... Ach, wo sind wir denn hier? Mann! Ich gehe immer wieder nach rechts. So. Ass-Trainer. So langsam kommen wir der Sache doch mal näher. Nun gut. Ich hoffe, diese Top-Tränke und Top-Genesungen reichen. Und hier donnert das immer noch. Wunderbar. Freue ich mich. Ja, ist doch super. Mein Gott, wie kann man sich da nicht drüber aufregen? Schlimm. Heute Mittag war schon graue Wolken. Boah, ich hätte schon kotzen können, ey. Meine Pokémon werden nicht schütteln. Und Zedbeam macht dich schütteln. Hä? Say what? Irgendwas mit Boden. Schneifel und X-Bar. Ah. Das ist Keifel. Keifel ist Eis, ne? Das wird gleich ausnutzen. Surfer. Eisstrahl, das müsste eigentlich funktionieren. Giftzahn. Eieiei. Oh. Das war so. Das war klar, war das. Jetzt Koller trifft. Wow. Müsste sehr effektiv sein. Jawohl. Weil Keifel ist ja dieses kleine... Ich weiß nicht, wie dieses kleine Pokémon heißt, von dem es sich entwickelt. Stimmt irgendwie genauso gleich. Also genauso. Aber ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es so ein kleines Schweins-Pokémon. Das war eigentlich doch was. Sehr effektiv. Toll. Und trotzdem stirbt er nicht. Also da müssen wir noch mal dran arbeiten. Dann noch mal Flammenwurf und dann frisst noch mal einen Aurora-Strahl und das war's dann. Also für X-Ball. Wir haben natürlich noch was vor. Ich nehme heute noch ein bisschen was auf. Oh, das ist 7. Beziehungsweise 5 nach 7 gleich. Also abends ist klar, ne? Und die hat mir ziemlich viel Leben abgesaugt, diese Fledermaus. Gut, warum ist das jetzt nicht effektiv? Flammenwurf? Käfer? Oder ist es kein Käfer? Also für mich sieht es aus wie ein Käfer. Aber egal. Käfer ist auch... Primappa. Ach, Primappa. Ich bin voll Schüttel. Hä? Du machen mich Schüttel. Ganz ehrlich, da hätte man sich... Ach ja, ich muss ja... Lol. Nein. Das kann man sich auch schenken. Nicht vergiften, obwohl man sowieso keine Chance hat. Naja. Will ich mal nicht aufmucken, ne? Machen wir mit Tränken hier. Ist sowieso nur rumgelaming, was ich hier mache. Egal. Ich kann mir das nicht leisten. So. Jetzt habe ich es mal geschafft. Ist ja nicht. Oh, ist das laut.
hört man nicht. Hier kommt! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mache bereit! Zu verlieren! Ich werde nicht verlieren gegen dich hier. You don't say. Prima Paar Urs und Caro. Was ist Urs für ein Name? Alter. Alter! Seriously? Fuck. Nein, nicht bedroht. Leck mich doch an. Meine Güte. Ist das ein Scheiß. Ich glaube aber, das hier hat überhaupt nichts. Also wirklich. Turbo-Tempo. Ist das das neue Ruckzuck-Hieb oder habe ich was verpasst? Aber ich glaube hier dieser Poketurm oder wo wir drinnen sind, in dieser Arena, sag ich jetzt mal, die hat glaube ich gar nichts so mit der Hauptstory zu tun. Wofür ist die denn hier? Zum Trainieren oder? Fick mich nicht so. Die fistet mich ja wohl voll, Alter. Toll. Das hat sich ja echt gelohnt. Hypera. So, hier frisst man einen Spukball. Geistertage, mal gucken, ob es trifft. Aber ob es überhaupt eine Wirkung hat. Ja, Donner doch noch doller. Keine Wirkung auf der Klappe. Natürlich. Ja, Glurak. Ja, klar. Knall dieses Hit hier. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Hat der nur ein Ei? Ist ja so voll das Schimmelfiech, ey. Aber egal. Mach halt dein Flammenwurf. Du machst dein Eichstrahl. Ja, nie, ist klar. Er hat hier gerade das Ding gemacht. Hauptsache, ist gerade schlafen. Wir haben ja eben gesehen, sinkt stark. Also, der Spezialangriff. Das ist echt peinlich. Petera hat aber genauso hohe Verteidigung wie Relaxo. Das ist übel. Echt übel. Darum, dass ich Glurak eh jetzt nicht mehr wehren kann. Gucken wir doch mal, was Nidoking dort verbacken hat. Den nehmen wir doch mal. Mein Gott, man kann ja nichts falsch machen. Pausch. So, Aquana. Macht Hydro-Pumpe. Mit Glück trifft das und klatscht Hetera an die Wand. Aber man darf jetzt hier nicht dreidimensional in der Arena denken. Der ist sowieso nicht verplatzt. Alter, wie viel sie aussieht. Gegen Gift? Ja, stimmt, da war ich. Scheiße. Na naja, gut, Nidoking, du warst leider nicht so lange drinne, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber naja. Und sie natürlich wieder über, das wird hart, das wird echt hart. Das könnte so richtig auf die Eier gehen. Und zwar nicht nur mir. Los, Hydro-Pumpe, wir bombardieren es jetzt erstmal mit einer Menge. Einer wirklich Menge Hypertat. Wir kennen ja Solarschrei, ist jedem bekannt. Hydro-Pumpe, Feuersturm. Kann das man dazu? Ich weiß es nicht. Psychokinese kann ich gleich mal ausprobieren, weil es ist ein Normal-Pokémon. Das müsste im Prinzip eigentlich schön aufs Maul gehen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Warum kann Relaxo nicht? Hetera ist genauso fett wie Relaxo, deswegen bam 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 ballert es die ganze Zeit durch. Ach, lässt man, ey, das ist ja echt übel. Obwohl, wenn Relaxo so dünn wäre und so, Hetera auch und dieses Ei da, wäre bestimmt voll geil. Aber ich glaube, ich schweife so ein bisschen vom Thema ab, oder? Ja, so lässt man von... ja. Ich hab nichts gesagt. Was? Nein. Ist das gut? Nein, das ist schlecht. Also können wir ja schon mal gepflegt knicken. Dann machen wir weiter mit Solarstrahl. Und ich setze mal das letzte Mal wieder. Weil wir kommen hier ja nichts zu nichts. Weil ich weiß auch nicht auf dem Stegreif, was Hetera für eine... Blablabla. Was für ein Typ das ist, also ist normal und Psycho, weil ich glaube Hetera ist Psycho und normal, aber ich
will mich da jetzt nicht drauf festlegen. Normal glaube ich schon. Weil Schneera war ja auch normal. Was ist schon normal? Ja. Ich muss mich darüber auch mal ausreden. Ja, nee, ist klar. Du bleibst erstmal in der Ecke. Dich komme ich noch später. Ich sehe auch wirklich, dass das langsam ganz schön lang wird. Es macht keinen Schaden, kann nicht heilen. Oh nein. Nein. Tu mir das nachher nicht an, ey. Wofür ich gerade Angst habe? Ganz klar. Und zwar, dass, ich glaube, ich habe eine Idee. Nochmal Erdbogen. Erdbeben, sorry. Und da Taubos fliegt, dürfte es nicht davon betroffen sein. Ich mache jetzt mal was. Ich versuche jetzt mal was, besser gesagt. Und zwar, Erdbeben, das müsste eigentlich ganz gut sitzen. Wenn es denn trifft. Das ist jetzt wiederum die andere, ne? Die andere Sache. Mal Erdbeben. Und mit dir mache ich mal fliegen. Weil das Taubos schwebt ja, das dürfte jetzt keinen Schaden geben. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig. Hätte ich das mal von Anfang an gemacht. Scheiß auf Aquana. Aquana, die Süd ist ja keine Blöcke auf Taubos. Das muss so passen. Das hat gepasst. Wunderbar. Unglaublich. Verloren? Du musst falsch scherzen. Nee, Digga, scherz voll nicht, Mann. Und wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Blattgrün. Bleibt dran. Bis dann. Ach nee, es war Klicksum. Scheiße.